Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Seit 9/11 ist die Welt eine andere. Mit den Türmen des World Trade Centers ist auch der Glaube an eine demokratisch geeinte Welt in sich zusammengestürzt. Der Islam sitzt auf der Anklagebank. Was ist das für eine Religion, in der ein Mann seine Frau schlagen darf? Wie kann es sein, dass sich die Terrormilizen des Islamischen Staats auf ein heiliges Buch berufen können, nämlich den Koran? Vor allem aber, lässt sich der Islam reformieren oder ist er ewig gestrig? Die Antwort des prominenten Islamkritikers Hamed Abdel Samad ist deutlich. Er sagt, nein, der Islam sei nicht reformierbar. Sein Kollege Muannad Khorshid sieht das ganz anders. Er sagt, der Islam werde missverstanden. Der Koran predige eine Botschaft der Barmherzigkeit. Wer hat Recht? Darüber diskutieren die beiden in ihrer neuen Streitschrift und jetzt gleich bei mir im Studio. Hanna Friedrich und Lothar Schüler zuvor mit einem Kurzporträt. Hamed Abdel Samad, Politikwissenschaftler. 1972 wird er in Gizeh, Ägypten, geboren. Er wird streng islamisch erzogen, sein Vater ein Imam. 1995 kommt er nach Deutschland, wandelt sich zu einem Islamkritiker. 2010 erscheint das Buch Der Untergang der islamischen Welt. 2013 der Aufruf zur Fatwa gegen Abdel Samad durch Muslimbrüder. Seither steht er unter Polizeischutz. Muhammad Khorshid, Islamwissenschaftler, wird 1971 in Beirut im Libanon geboren und wächst auf in Saudi-Arabien. 1989 zieht er als Staatenloser nach Wien. Seit 2010 ist er Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. 2012 erscheint sein Buch Islam ist Barmherzigkeit. Ist der Islam reformierbar? Nein, sagt Abdel Samad, der Islam ist immun gegen Reformen. Der Koran gilt den Muslimen als letzte Botschaft Gottes. Wer sie in Frage stellt, der stelle Gott selbst in Frage. Mit dem Verkünder des Koran, dem Propheten Mohammed, leide der Islam an einem Geburtsfehler, weshalb eine Reformation, wie sie im Christentum durch Luther stattfand, im Islam nicht möglich sei. Konservative Islamverbände beanspruchten die Deutungshoheit für sich. Ihr politischer Machtanspruch habe den spirituellen Kern des Islam verdrängt. Ist der Islam reformierbar? Ja, sagt Khorshid. Der Islam hat zwar Moscheen, aber er kennt keine Kirche. Im Islam gibt es keine Instanz wie den Papst, der sagen würde, das ist der Islam. Viele Muslime glauben, der Islam sei als fertiges Produkt durch den Propheten Mohammed verkündet worden. Seit der Verkündigung der islamischen Lehre gab es aber immer neue Positionen und Auslegungen. Der Islam ist nicht abgeschlossen, er entwickelt sich ständig weiter, deswegen kann er sich auch verändern. Religion des Friedens oder des Terrors? Für ihn, den ehemaligen Muslimbruder Abdel Samad, ist der islamische Gott der unbarmherzigste aller Götter. Angst und Unterwerfung bestimme die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Manche Suren seien Manifeste des Hasses und der Gewalt. Der Islam betrachte Andersgläubige als Bürger zweiter Klasse, ohne Würde und Existenzberechtigung. Das sei nicht nur die Sicht von Fundamentalisten, sondern von ganz normalen Gläubigen. Religion des Friedens oder des Terrors? Khorshid sagt, seit seinen Anfängen leide der Islam unter der politischen Manipulation seiner Lehre. Schon kurz nach dem Tod des Propheten kam es zum Streit um dessen Nachfolge. Am Ende spaltete sich der Islam in Sunniten und Schiiten. Khorshid versteht den Islam als eine Einladung, sein Leben in Freiheit auf Gott als Quelle der Liebe und Barmherzigkeit hin auszurichten. Freiheit bedeutet, dass der Mensch von dem überzeugt sein muss, woran er glaubt. Ohne Zweifel kein Glauben. Die Zukunft des Islam in Europa. Der Islam hat ein Gewaltproblem, sagt Abdel Samad. Solange sich Attentäter auf Allah und die Religion berufen und den Koran als Legitimation für ihre Taten heranziehen. Eine ehrliche, kritische Auseinandersetzung müsse also beim Koran und dem Propheten beginnen. Hier in Europa wolle man nur die helle Seite des Islam sehen. Muslime würden zwar für den Dialog mit Christen in Europa eintreten, aber tatenlos zuschauen, wenn christliche Minderheiten in ihren Heimatländern unterdrückt werden. Nicht die Angst vor, sondern die Verachtung für den Westen verhindere den Dialog und Reformen. Die Zukunft des Islam in Europa.
Den meisten Reformverweigerern gehe es nicht wirklich um einen inhaltlichen Diskurs, so Khorshid. Sie sagen, wer zu Reformen im Islam auffordert, will nur dem Westen gefallen. Diese Haltung sei Ausdruck einer verunsicherten Identität. Ausländische Staaten kontrollieren Imame in Deutschland. Aber wenn der deutsche Staat Zentren für islamische Theologie einrichtet, sprechen sie von Staatsislam. Viele Diskurse unter den Reformverweigerern seien westophob. Ist der Islam noch zu retten, heißt das Buch von Hamed Abdelsamad und Muannad Khorshid. Es ist heute erschienen. Jetzt darf ich die beiden Kontrahenten bei mir begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Abdelsamad, beginnen wir bei Ihnen. Sie sagen, der Islam sei eine Religion, die den Hass zu einer heiligen Tugend erhoben hat. Wie kommen Sie zu diesem Befund? Hass und Kriege hat es immer gegeben. Im Laufe der Geschichte gibt es auch immer noch. Aber der Islam hat es geschafft, aus diesem Hass eine Tugend zu machen und aus dem Krieg einen Gottesdienst zu machen, indem Gott selbst sich als Krieger im Koran manifestiert, der auf der Seite der Muslime kämpft gegen die Ungläubigen, indem der Hass gegen Ungläubige mehrfach im Koran vorkommt, tötet sie, sie sind unrein, ihre Existenzberechtigung, die Entmenschlichung der Feinde, das findet man schon im Koran. Und deshalb ist es ein Kernproblem. Die Fundamentalisten, die sich auf den Islam berufen, auf den Koran berufen, interpretieren das wörtlich und sagen, wenn Gott die Ungläubigen hasst, dann muss ich auch sie hassen. Haben Sie nicht die Angst, dass Sie manchmal Applaus von der falschen Seite bekommen? Sie treten auch bei Veranstaltungen der AfD auf, die ja vor allem einen Zweck verfolgen, nämlich den Hass auf den Islam zu schüren. Warum gehen Sie trotzdem hin? Ich habe kein Problem mit Applaus aus welcher Seite. Ich habe andere Probleme. Also ich habe Probleme mit Menschen, die mich umbringen wollen, die unter uns leben, auch in Deutschland. Ich bin ein freier Denker. Ich übe Religionskritik wie klassische Religionskritik. Und viele Muslime wollen überhaupt gar keine Kritik haben, egal ob mildere oder scharfe Kritik. Ich rede mit jedem. Also ich war nicht nur bei der AfD, sondern auch bei der SPD, bei den Grünen und bei der CDU und anderen politischen Richtungen. Ich habe die AfD bei der AfD kritisiert, ich habe die CSU im Bayerischen Landtag kritisiert und ich habe die Muslimbrüder in Kairo kritisiert, weil ich unabhängig bin und weil ich keine politischen Ziele verfolge. Herr Khorshid, Sie zeichnen ein Bild des Islam, das vor allem auf die Barmherzigkeit, auf den Barmherzigkeitsaspekt dieser Religion zielt. Was ist denn Ihr wichtigstes Argument für diese Interpretation? Naja, der Koran selbst betont, also der macht eine Hierarchie zwischen den Suren, zwischen den Versen und betont ja die Barmherzigkeit. Allein das 113 von den 114 Suren mit dieser Formel im Namen Gottes des Allbarmherzigen, Erbarmers beginnen, liefert der Koran selbst schon uns die Brille und sagt, ich möchte gelesen werden durch diese Brille. Ist es keine Frage? Hamad Abdussamad hat recht, es sind ja auch Gewaltstellen im Koran. Nur meine Lesart ist die folgende. Ich kontextualisiere das im historischen Kontext des 7. Jahrhunderts, das auf der arabischen Halbinsel. Es geht nicht um Kriegsaufforderung gegen die Nicht-Muslime oder die Ungläubigen, sondern um bestimmte Situationen, in denen Krieg stattgefunden hat. Und das wird ja kommentiert im Koran. Deshalb pauschaliere ich nicht und sage, da sind ja koranische Imperative an uns heute gerichtet, sondern da sind bestimmte Situationen, die verortet sind im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel in Mekka und Medina. Ich kontextualisiere auch, sowohl die Gewaltpassagen als auch die Friedenspassagen sind im Kontext zu verstehen. Die sind nicht allgemein zu verstehen. Das Problem ist, wenn der Koran alles das unantastbare direkte Wort Gottes, von Gott direkt offenbart wird. Das unterscheidet auch der Koran von der Bibel zum Beispiel. Das gibt dem Koran eine Macht, macht ihn unantastbar. Kann ein gläubiger Moslem den Koran in Frage stellen und trotzdem ein Moslem bleiben? Nein. Nicht ein Fundamentalist, sondern ein normaler gläubiger Moslem geht davon aus, dass der Koran das direkte Wort Gottes ist. Und solange das unantastbar ist, können wir kontextualisieren, wie wir wollen. Die Texte behalten ihre Macht. Und meine Vorgehensweise ist nicht nur die Kontextualisierung, das habe ich schon in meinem Koranbuch gemacht, aber ein Schritt weiter, indem wir sagen,
die Gewaltpassagen als nicht mehr gültig zu erklären, ich erwarte das von einem Theologen oder von einem Imam, da kommt nichts. Man muss diese Gewaltpassagen, die für das Elend von Millionen von Menschen zuständig sind, im Laufe der Geschichte endlich sagen, diese Passagen haben heute nicht mehr zu suchen. Warum ist es so schwierig? Herr Khurshid, geht das? Natürlich geht das. Wie kann man Beliebigkeit vermeiden? Indem man diese Gewaltpassagen verortet. Im 7. Jahrhundert sind sie für uns heute nicht mehr gültig. Indem man sagt, Moment, das sind nicht an uns gerichtet heute, sondern sie kommentieren bestimmte Situationen. Mein Zugang dann sind sie ungültig. Natürlich, dann sind sie für das 7. Jahrhundert, für damalige Zeit, aber nicht für uns heute. Es ist keine Imperative an uns gerichtet. Aber könnten Sie den halben Koran einfach entsorgen? Es geht nicht um Entsorgen. Würde auch keiner auf die Idee kommen, auch die Bibel zu sagen, das Alte Testament geht uns nichts an. Und Gewaltpassagen im Neuen Testament, auch wenn sie wenige sind, aber die gibt es, einfach die wegzulöschen. Sondern die Frage ist, wie gehe ich damit heute um? Nehme ich sie als Imperative an mich heute gerichtet? Ich soll jetzt ungläubig auf der Straße töten? Oder sind es in bestimmten kriegerischen Situationen verkündete Verse im 7. Jahrhundert? Das ist der Unterschied. Deshalb sehe ich, anders als Hamed Abdussamad, ich werfe ihm immer das vor, vielleicht provoziere ich ihm auch ein bisschen, damit er sich immer sage, er hat dieselbe Lesart des Korans wie unsere Fundamentalisten, gegen sie ich auch kämpfe. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich sage, der Koran ist nicht das Buch Gottes, sondern wurde von Menschen verfasst. Ich sage, dass die gläubigen Muslime sagen. Das ist ein Unterschied. Dagegen kämpfe ich. Ich sage, der Koran ist nicht das Buch Gottes, sondern ein menschliches Buch. Der Koran, seine friedliche und Gewaltpassagen, beide sind historisch zu verstehen und haben uns heute nichts viel zu sagen, nur die spirituelle Seite. Und ich sage, wir müssen die Macht des Textes entmachten. Wir müssen diesen Text des Koran entmachten. Welcher Fundamentalist im Islam sagt das? Und warum hassen mich dann die Fundamentalisten dann, wenn ich dann ihre Leseart des Korans dann unterstelle? Machen wir die Probe aufs Exempel. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, zum Beispiel den Dschihad. Ist es jetzt einem Muslim erlaubt oder sogar von ihm gewollt, dass er Ungläubige oder Andersgläubige attackiert oder sogar tötet? Wie lauten Ihre unterschiedlichen Antworten? Also meine Lesart ist, dass der Dschihad im Koran schon der erste Vers, der überhaupt Krieg erlaubt hat, in der 22. Sure, Vers 38 aufwärts, beschreibt schon, weil euch Unrecht getan wurde, weil ihr angegriffen wurdet, wurde denjenigen erlaubt zu kämpfen, die bekämpft werden. Also in meiner Lesart ist es geht immer um eine Haltung der Selbstverteidigung, der Abwehr, weil ich im Koran eben nicht sehe, dass das ein Monolog Gottes, also Gott spricht in der Ewigkeit, unabhängig von Adressaten, sondern es ist ein Forum der Kommunikation, ein Medium der Kommunikation. Deshalb sage ich immer, es ist Gottes Menschenwort. Ja, ich sehe es anders natürlich. Selbstverständlich begann alles Selbstverteidigung, aber es gab auch bestimmte Entwicklung des Krieges im Islam. Später lebte die Gemeinschaft von Mohammed auch von Kriegsbeute und von Krieg. Mohammed hatte keinen Job, außer Kriege zu führen und von Kriegsbeute. Ja, er war Kriegsherr. Davon das ist lebte eine Leseart, das stimmt aber so nicht. Welchen Job hatte er in Medina gehabt? Er hätte alles Geld bekommen können. Es gibt ja viele Überlieferungen, dass er viel Geld bekommen und das Geld nie für sich behalten und den Armen gegeben. Welchen Job hatte er gehabt? In Medina. Er war immer ein Geschäftsmann. In Mekka wie in Medina. Mohammed war immer ein Geschäftsmann. Eine praktische Frage. Ich wollte zum Dschihad etwas sagen. Das Problem ist nicht, dass es bestimmte Gewaltpassagen im Koran gibt. Das Problem ist nicht, dass Gott sich selbst als Krieger bezeichnet. Das Problem ist, dass diese Texte als das direkte und letzte Wort Gottes gelten. Ja, das sagen die gläubigen Muslime, nicht die Fundamentalisten. Aber nicht die Reformer. Die Reformer sind Gottes Menschenwort. Reformer sind in Verlegenheit geraten, weil sie sich am Westen orientieren. Das ist doch die zentrale Frage. Wenn Sie zwei hochgebildete Islamwissenschaftler schon so trefflich streiten, was soll der normale Gläubige denken? Wer will überhaupt eine Reform? Wollen das nur europäische Muslime? Oder will das die Mehrheit im Oder wer kann das? Wer kann Reformen überhaupt durchsetzen? Du hast es zu Recht gesagt, wir haben keinen Papst, keine Kirche. Und die religiösen Institutionen sind politisch manipuliert. Wer als Institution kann überhaupt diesen Reformwillen aufnehmen und in die Gesellschaften bringen, wenn die Gläubigen sich dagegen wehren im Namen der Unantastbarkeit des Koran, wenn der Staat sich dagegen wehrt, weil man solche Kritik nicht haben will, und wenn die religiösen Institutionen dagegen sind? Wer genau sollte Reformen durchsetzen? Wir wollen keine Illusionen den Menschen verkaufen. Wer soll es machen? Wenn wir einen lösungsorientierten Ansatz suchen am Schluss unseres Gesprächs, was könnte zum Beispiel die Leitkulturdebatte
die der deutsche Innenminister heute angestoßen hat, leisten. Halten Sie das für eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Ich halte auf jeden Fall Reformen, um dabei zu bleiben, jetzt die durchsetzbar sind, diejenigen Reformen, die von unten kommen, also die die Menschen überzeugen, die sie holen und nicht von oben aufgesetzt werden. Das betrifft auch demokratische Strukturen. Man hat im Irak versucht, auch Demokratie von oben aufzusetzen. Es scheitert, in Afghanistan auch, in Syrien genauso. Es muss von unten wachsen. Und deshalb bin ich eben für Aufklärung. Die Menschen, die Gläubigen sollten aufgeklärt werden. Deshalb bin ich viel für einen Religionsunterricht hier, um die jungen Menschen, Zugang, einen reflektierten Zugang für ihren Glauben zu schaffen, sodass sie auch wissen, worüber sie reden, wenn sie vom Islam reden. Wenn wir uns die empirischen Daten anschauen, über 90% der Muslime weltweit, genauso wie in Deutschland auch, sind friedliche Menschen, sind Menschen, die kein Problem haben mit vielen Dingen, die wir kritisieren an der Theorie, in der Theologie. Aber wie kann Aufklärung stattfinden, wenn Islamkritiker immer diffamiert werden, weil man, wenn man entweder sie bedroht oder wenn Intellektuelle immer sagen, sie beleidigen uns oder schmähen den Islam? Europa ist Europa geworden, weil Religionskritik zugelassen wurde, weil man sich nicht verschlossen hatte, weil man auf die Kritiker eingegangen war und die Kritik als Chance genommen hatte. Ist die islamische Welt, die so friedlich ist, aufnahmefähig für solche Kritik? Warum landen Kritiker immer im Gefängnis oder werden getötet? Das Problem, um Kritik zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen, muss man im Diskurs drinnen sein, im theologischen Diskurs, auch damit man es nicht persönlich nimmt oder emotional, sondern sachlich und intellektuell. Richtig. Deshalb bin ich eben für die Ausbildung, bin ich für die Einrichtung von theologischen Zentren, für den Religionsunterricht, damit die Menschen überhaupt wissen, worüber sie reden, nicht einfach das Ganze emotional hinnehmen. Ich danke den beiden fürs Gespräch. Sie beide arbeiten daran, den Islam zu reformieren. Der Weg dorthin trennt Sie beide offenbar noch. Eine Debatte, die uns sicher noch länger beschäftigen wird. Herzlichen Dank für Ihr Kommen ins Studio. Dankeschön. Danke Ihnen.